Brennelemente sind aus der Anlage herausgeholt. Wir sind seit 2019 brennstofffrei. Das heißt auch, dass über 99% der Aktivität aus der Anlage herausgeholt wurden und anderweitig verpackt sind, an anderer Stelle stehen. Aktuell liegt der Schwerpunkt ganz klar auf dem Abbau. Das heißt, der Abbau findet von innen nach außen statt. Wir haben eine Vielzahl von Räumen, vollgepackt mit Technik, mit Rohrleitungen, mit Systemen. Die müssen wir Schritt für Schritt leerräumen. Wir müssen diese Materialien abbauen, wir müssen diese Materialien reinigen, säubern und so weit vorbereiten, auch zerkleinern, dass wir sie am Ende des Tages in die Freigabe geben können. Das ist unser Ziel, so viel Material wie möglich in die Freigabe geben und somit so wenig radioaktive Abfälle wie möglich auch zu produzieren. Um mit der Arbeit im Kontrollbereich beginnen zu können, ist natürlich etwas Aufwand erforderlich, organisatorischer Aufwand. Das heißt, der Weg in Richtung Kontrollbereich ist das eine. Das andere ist dann natürlich das Umziehen. Das heißt, wir müssen andere Arbeitskleidung anziehen. Wir ziehen sogenannte orangene Overalls an, mit denen wir im Kontrollbereich tätig werden können. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden, das ist mit Umziehen, das ist mit zeitlichem Aufwand verbunden. Und auch beim Herausgehen aus dem Kontrollbereich ist es ebenfalls mit Aufwand verbunden in Bezug auf die Kontrolle, auf Kontamination, beziehungsweise dann eben auch wieder das Umziehen, bis man in den eigenen Klamotten dann wieder in die Pause beziehungsweise in den Feierabend gehen kann.